Ich bin Emre, bin 17 Jahre alt und Realschüler. Also ich gehe in letzter Zeit relativ wenig raus und dann auch nur alleine, irgendwie um irgendetwas einzukaufen oder so. Ich gehe so leider nicht mehr raus, weil ich habe Angst, dass ich auch angesteckt werden kann, und ich denke mal, das ist normal und betrifft eigentlich jeden. Naja, so ganz isoliert sind wir ja nicht. Wir können ja immer noch raus, zum Glück. Na gut, nicht mehr so wie damals. Wir müssen natürlich alle viel mehr aufpassen. Wir müssen viel mehr auf, also wir müssen so oder so auf die Umwelt achten, aber wir müssen viel mehr auf uns und unsere Hygiene aufpassen. Wir müssen auf die anderen mehr aufpassen. Es ist nicht mehr alles so natürlich wie damals. Es ist seltsam, wenn man. Es kommt auf einmal so plötzlich. Es ist auf einmal aus einem komplett anderen Kontinent irgendetwas in unser Land eingetroffen, beziehungsweise in die ganze Welt ausgestreut worden. Und es ist unaufhaltbar. Und es bringt Menschen um. Es bringt Menschen um und vielleicht sogar auch Tiere. Das wissen wir noch nicht. Und es gibt noch kein Heilmittel dagegen. Und ich hoffe, es wird auch sehr schnell ein Heilmittel dafür geben. Und der Tagesablauf hat sich natürlich viel mehr jetzt zu Hause überleben. Also ich für meinen Teil spiele sehr gerne. Ich zocke sehr gerne, gebe ich zu. Ich schaue sehr gerne Serien und höre auch sehr gerne Musik. Und ja, ich rede einfach dann mit meinen Freunden oder meinen Klassenkameraden über die Situation, was wir machen können, was wir in Zukunft verändern können. Es ist leider nicht. Es ist. Wenn man sich so anhört, ist das erstmal wenig, aber wenn man da drinnen ist, dann ist das eine sehr lange Zeit. Und vor allem, wenn man nicht so guten Schlafrhythmus hat wie ich. Normalerweise würden wir gerne rausgehen, aber können wir ja nicht mehr. Zumindest nicht mehr so oft oder so, wie wir es wollen. Ich würde euch dann ein bisschen meinen Alltag zeigen. Bei uns so vor der Tür die Situation auf dem Fußweg ist seltsam. Also innerlich ist einem klar, da ist etwas jetzt anders, aber man verhält sich trotzdem noch so wie immer. Sprich, da ist halt, naja, wie soll ich es erklären? Das ist halt einfach, man hat im Hinterkopf, dass immer irgendetwas passieren kann, und man möchte so einen gewissen Abstand von den Menschen halten. Im Bus ist das auch relativ seltsam geworden. In Wuppertal ist das so, die Busse sind jetzt vorne in den Fahrerkabinen und der vordere Einstieg wurde abgesperrt. Das heißt, wir können nur noch hinten und in der Mitte einsteigen. Das ist auch relativ komisch. Es sitzt keiner mehr, also Fremde sitzen nicht mehr so nebeneinander. Es sitzen die meisten nur noch irgendwie einzeln oder auf so Vierersätzen gegenüber. Es berührt sich keiner und es wird auch so wenig angefasst wie möglich. Es ist wirklich unglaublich, was in den Supermärkten teilweise passiert. Es wird sich geschlagen oder gestritten wegen Klopapier. Wenn man sich das so anhört mit dem normalen. Wenn man sich das in Zukunft anhört, wenn Klopapier wieder selbstverständlich ist, dann ist das sehr witzig. Meine Freunde gehen mit der Situation auch relativ gestresst um. Die Schule fällt natürlich aus und. Upsie, die Schule fällt natürlich aus und für diejenigen, die die Schule sehr wichtig sind, ist das sehr problematisch, denn die Prüfungen fallen aus, die werden verschoben, die Arbeiten fallen aus, wir kriegen keine Schulaufgaben, zumindest noch nicht. Es ist alles sehr kompliziert, vor allem für uns Schüler und Abiturienten und auch für die Arbeitgeber natürlich. Für Leute, die in Restaurants arbeiten oder sonst etwas. Für Leute, die jetzt ihre Miete nicht mehr zahlen können oder nicht mehr so aktiv oder doch nicht mehr so aktiv wie davor, wo es normal war. Viele haben jetzt Sorgen darum. Ja, das ist eigentlich fürs erste Mal alles. Und mal sehen, was uns die Zukunft vorbeibringt. Hoffentlich nur Gutes.